Hi, bin ich wieder da und werde diese Motivchen häkeln. Beginne ich mit 5 Luftmaschen. Drei Luftmaschen nach oben und in diese kleine Ring soll ich insgesamt 8 Stäbchen machen. Eins habe ich schon. Die drei Luftmaschen sind ein Stäbchen. Verbinde ich die Reihen. Und da zwischen den Stäbchen hole ich die grüne Farbe nach vorn. Jetzt mache 6. 1 ist feste Masche und noch 5 brauche ich. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Luftmaschen und komme bei die nächste Lücke zwischen den Stäbchen. So. 1, 2, 3, 4, 5 und in die nächste. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und solche Blätterchen soll ich 8 Stück haben. Also, ich habe das geschafft. Letzte feste Masche. Und solche Blumenchen habe ich jetzt. Jetzt komme ich in die Luke rein und hol den Faden nach oben. Das ist unsere erste feste Masche. Nächste kommt halbe Stäbchen, dann ein normales Stäbchen und dann ein doppeltes Stäbchen. Und jetzt symmetrisch das Ganze wieder auf die andere Seite. So, einmal normale Stäbchen, einmal halbe Stäbchen und einmal die feste Masche. So bekomme ich den Blatt. Den kann ich schon. Jetzt komme ich in die nächste Lücke und mache das gleich. So, die Sonne kommt raus. Eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein normales Stäbchen,
Ein doppeltes Stäbchen. Wieder ein normales Stäbchen. Ein halbes Stäbchen. Und die feste Masch. Und kommen gleich in die nächste. Feste Masche, halbe Stäbchen, normale Stäbchen doppelte. Normale, halbes und die feste Masche. So mache ich alle 8 Blätter. Also ich verbinde die Runde und schneide die Faden ab. Die auch. Weil jetzt soll ich auf die Mitte so von Blättchen kommen. Irgendwo. Ja. So, und komme ich rein mit Grün. Zwei Stäbchen nach oben und jetzt werde ich drei Stäbchen mit gemeinsamer Spitze machen. So. So, drei Stäbchen, alle zusammen. Drei Luftmaschen zwischen und noch das gleiche in die gleiche Stelle. Eins. 2, 3. Drei Luftmaschen zwischen und noch ein Mal das gleiche, das dritte Mal. So bekomme ich die Ecke. Dann drei Luftmaschen und komme in die nächste, in den nächsten Blatt, in die Spitze von doppelter Stäbchen und verbinde einfach mit fester Masche. Wieder drei Luftmaschen. Und jetzt in dieser Stelle mache ich das gleiche. So, auf die Spitze von doppelten Stäbchen. Drei Gruppen, so drei Stäbchen mit gemeinsamer Spitze, drei Luftmaschen. Drei Stäbchen zusammen, drei Luftmaschen und noch einmal. Drei Luftmaschen. Und in die Spitze vom nächsten Blatt. Ja. Bei den doppelten Stäbchen.
bleiben noch zwei Ecken. Und noch drei Luftmaschen und komme ich in die Spitze von der ersten Gruppe. Jetzt da drin, so hole ich die gelbe Faden. Drei Luftmaschen nach oben und noch zwei Stäbchen. Drei Luftmaschen zwischen und nochmal das gleiche in die gleiche Stelle. Eine Luftmasche und hier wieder drei Stück. Eine Luftmasche, noch drei. Eine Luftmasche und jetzt die drei kommen einmal so, einmal in die feste Masche und noch ein dahin. Eins. Zwei, drei, eine Luftmasche, noch drei Stück in die gleiche Lücke, eine Luftmasche, in die nächste, drei Stäbchen. Und jetzt komme ich wieder auf die Ecke. So, gut gucken, wo ist die Spitze. So, ja, würde ich zwei Gruppen von drei Stück mit drei Luftmaschen zwischen. Eine Luftmasche und dahin noch eine Gruppe. Eine Luftmasche. Und so geht rum. Habe ich schon die Runde fertig. Verbinde die Reihe. So, und jetzt brauche ich den grünen Faden. So, von der Stelle dazwischen hole ich den raus. Drei Luftmaschen nach oben. Das ist das erste Stäbchen und noch eins dazu. So, zwei Stäbchen, eine Luftmasche zwischen. In die nächste Lücke. Zwei Stäbchen, eine Luftmasche. Auf die Ecke. Drei Stäbchen, drei Luftmaschen.
und wieder 3 Stäbchen. Das mache ich nur auf die Ecke. Alle anderen gehen eine Luftmasche und dazwischen den Gruppen, wo die Luftmasche war, 2 Stäbchen. Eine Luftmasche. Zwei Stäbchen. Eine Luftmasche. Zwei Stäbchen. Jede 3 Stäbchen in gelber Farbe bekommen zwischen 2 Stäbchen in grün. Und so geht die ganze Runde. So sieht das aus bis jetzt. Das wird bis jetzt größere Quadrat auf alle, die diese Schema hat. So. Die letzte Reihe sind einfach die feste Maschen in die ganze Runde. So, ein nach oben und geht los. 1, 1. So, wo die Luftmasche war, 1. Wo die Stäbchen, für jedes Stäbchen eine feste Masch. Noch hier auf die Ecke 2 feste Maschen, 3 Luftmaschen und noch 2 feste Maschen. So. Jetzt kommt weiter, ganz einfach. Jedes Stäbchen und jede Luftmasche bekommt eine feste Masche. Und so die ganze Runde. Nur die Ecken machen da ein Stückchen. Also, so sieht das aus. Ich weiß nicht, ob ich es benutzen würde, weil ich habe was falsch verstanden oder was stimmt nicht bei dieser Schema. Es macht so die, weiß ich nicht. Und er ist ganz groß, so zum Vergleichen. So. So, das größte ist der. Aber er ist trotzdem viel größer. So. Ihre Meinung dazu würde interessant. Vielen Dank und bis nächstes Mal.